Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO Overwatch. Wie die gerade alle da rumstanden. Das war irgendwie merkwürdig, wie Bots. Was ist denn mit dem los? What the fuck? Was ist denn mit dem einen los? Weil man springt ja dem vor der Flinte rum. Okay, okay. Die Headshots gehen bei ihm ziemlich locker rein. Ach du Scheiße. Keine Ahnung, was mit seinem Mate gerade los war, der vor ihm rumgelaufen ist. Die Headshots gehen, wie gesagt, krass rein. Sie gehen immer alle irgendwie. Ja, okay, jetzt geht einer auf B oder auf Mitte von den CTs. Es steht im Moment 10-10 und die Stats liegen bei 40-12 von ihm. Das ist schon gut. Wir gucken mal, was er so treibt. Eben ging schon, oh Gott. Okay, also da ist, es sieht nach einer starken Aim-Unterstützung aus, die er nicht unter Kontrolle hat oder so. Ich hatte eben nämlich schon in Overwatch, dass ein Spinbot da war und deswegen, das hier muss ich jetzt nehmen, sonst passt es von der Zeit her nicht. Die Spinbotter, die will ich euch nicht mehr zumuten, die sind echt fucking lame. Naja, wir gucken mal. Also ich meine, dass man hier bereits ziemlich am Anfang dieses Ultra-Rumgezuckel gesehen hat, dieses Rumgespacke. Seiner Aim-Unterstützung. Wir hatten schon gewisse Fälle, wo die Leute wirklich, wo es so krass war. Man konnte den Leuten fast anmerken, dass sie das nicht wollten, was da gerade passiert. Also, ne, dass sie einfach einen Ultra-Turnern machen und da rumlocken und so. Und eigentlich woanders hinlaufen wollen. Mal gucken. Also, vielleicht kann er auch so ein bisschen durch die Wand gucken, aber das wissen wir doch nicht so genau. Ich mach mal kurz ein bisschen langsam. Ich wollte doch das in langsam zeigen, du Kackwurst. Zack, zack. Ja, er hat Headshots bei 87% im Moment. Ich hätte jetzt sogar fast 100 gesagt, aber ich glaube, beziehungsweise wir sehen ja nicht alles. Jetzt steht er rum. Sagt bloß, er denkt, das ist vielleicht ein bisschen zu obvious eingestellt und er muss da so ein bisschen dran feintunen. Laber nicht, Suspekt. Das ist schon echt ein dreister Bock. Das ist schon wirklich höchst dreist. Auf, was machst du? Hallo? Die Mates gehen auch ganz schön ab, vor allem dieser Whale ist es, glaube ich, der sehr abgeht, oder? Ja, 25. Wobei die zwei anderen drüben im Gegnerteam ja auch 26 haben, also da kann man nicht klagen. Was machen sie jetzt? Steht wieder rum. Hallo, Suspect. Komm. Mach was. Was treibt der denn? Der legt doch jetzt eh die Leute mit Easy Headshots. Achtung, Blub und der letzte. Einfach nur one tsch, getappt. Letzte läuft hinten rum. Ich denke mal, er vermutet diesen letzten. Guck mal, er guckt zu City, keiner da. Er guckt nach da oben, niemand da. Jetzt wird er gleich Fokus auf rechts haben, sobald er nahe genug ist. Okay, jetzt weiß es ja jeder, dass er von da kommt. Er ist eher AFK, okay. Da ist er wieder. Ja. Vielleicht hat er sogar die Flash gar nicht mitbekommen und hat ihn jetzt doch wieder nur durch die Wand gesehen. Das ist echt ein Retard-Team. Beziehungsweise, vielleicht haben sie auch gemerkt, dass er cheatet und wollen ihn halt stören. Also das vorhin, dieses Getänzle, würde natürlich extrem viel Sinn machen mit diesem Hintergrundwissen. Dass er vielleicht sogar zugegeben hat, dass er cheatet und sie ihn jetzt, ja, teamkillen wollen und eben blockieren wollen. Dass er nicht diese Headshots drückt. In so einem Fall ist jegliche Art von Griefing natürlich erlaubt, weil Cheater keine Menschen sind. Und das hat nichts mehr mit, ne? Abfackung von Menschen zu tun, sondern eine Abfackung von dreckigen, kleinen, widerlichen Dreckhaufen. Und da ist es natürlich völlig in Ordnung, wenn man sowas macht. Denn Cheater, wie wir alle wissen, sind, sprecht im Chor mit, keine Menschen, wow! Hat er sich gerade einfach so umgedreht? So, ich drehe mich mal eben um und wir sehen den ganz hinten an. Na, das ist ein Dreckarsch, ein Verschissener. Kleiner Bastard. Ja, so sieht es aus. Der Stream gestern, ich habe ja gestern einen Random Stream gemacht, Montagabend, um, ich glaube, 18 Uhr oder 18.30 Uhr angefangen. Und wir haben, ich glaube, 7 oder 8, waren es 8 Stunden? Können wir jetzt nicht richtig vorstellen. Der auf zu cheaten. Haben fett gestreamt. Ich glaube, so nach 4 Stunden oder sowas, habe ich gesagt, ja Leute, dann gehe ich jetzt mal offline. Es waren nicht mehr viele da, es war nicht mehr viel los und sowas. Und, Und dann kam aber Blee noch. Und dann habe ich mit Blee angefangen, Wingman zu spielen.
und noch Hope of Supreme. Das Ziel war entweder mein Supreme zu erreichen oder bei ihm die Einrankung zu initialisieren, weil er noch keinen Rank hatte. Und ich glaube, wir haben dann noch ungefähr 4 Stunden gezockt. Einfach nur Wingman die ganze Zeit, Runde für Runde. Wir haben die Runden geklatscht ohne Ende, das war der Hammer. Ich drücke ihm jetzt mal keinen Other, weil ich nicht auf Dinge geschaut habe, auf Hüpfungen. Ja, das war richtig, richtig nice. Und dann kamen wieder Leute rein, der Chat war aktiv, wir haben ein Spendengewitter losgelassen, das war der Wahnsinn. Mitten in der Nacht subben Leute rein, also es war ein richtig schöner Stream. Die Spiele am Anfang waren auch ziemlich nice, wir haben auch ziemlich viele Fewer Games gemacht. Ich habe 2 Low und 1 High. Das High haben wir leider verloren. Ah ja, ich habe meinen Downrank bekommen, dann wird das High natürlich verloren haben, ist klar. Ja. Und heute ist dann auch wieder Stream. Also für alle, die sich denken, was, gestern war Stream? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Keine Sorge, Leute. Heute ist Livestream. Ich habe es gestern, das ist auch so ein bisschen meine Schuld, nur auf Steam gepostet. Also Steam ist so die beste Anlaufstelle für euch, um mitzubekommen, ob es gerade irgendwelche krassen Streams gibt oder so. In der Steam-Info-Gruppe. Da haue ich das raus. Und eben auf Twitter, wobei ich es gestern nicht auf Twitter gemacht habe. Also das ist ein schlechtes Beispiel. Heute Abend ist wieder Last Stream. Es gibt wieder Giveaways und so weiter und so fort. Also kommt rein, seid am Start. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.